Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, nachdem wir letzte Folge wirklich von Supermutanten, ich meine wirklich hart platt gemacht wurden, teilweise gewonnen hätte. Ignoriere mich nicht einfach. Sag was. Entschuldigung. Wie lautet die Mission? Schlechtes Gedächtnis, was? Es geht darum, Mutanten, Ghule, Synths und wie sie alle heißen, auszulöschen. Bereit. Ich bin bereit. Besser ist das. Einzelheiten auf deiner Karte. Meld dich, wenn das Gebiet sauber ist. Mach ich. Okay, wir haben ein neues Gebiet zu säubern. Wo ist denn das jetzt? Müssen wir vielleicht erstmal ausrüsten? Nee. Reinigung des Commonwealth. Hier oben. Abfallentsorgung und Jailbird Brothers. Okay, da können wir gleich hingehen. Ich würde gerne nochmal mit ihm reden, ob er was zu sagen hat. Was Neues von der Patrouille? Ihr Lager wurde von Ghulen überrannt. Ritter Estlin starb beim Versuch, es zu verteidigen. Estlin. Sie war früher in meiner Kompanie. Die beste Schützin, die ich je sah. Verdammt. Du machst gute Fortschritte. Setz deine Untersuchungen fort. Mach ich, aber das sind viele Supermutanten. Das schaffe ich nicht. Gelehrte Halen? Zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Ich kriege das schon hin. Tatsächlich? Wäre das erste Mal, dass das jemand schafft. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas anderes auf den Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Wir speichern mal kurz, bevor wir die irgendwie anlabern. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Okay, wir können jetzt laden. Und es nochmal probieren. Oh, was hat der für eine Rüstung gehabt? Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nicht. Fehlgeschlagen? Ich weiß nicht, ob das wirklich klappt, wenn wir da jetzt laden und das so oft probieren, bis es klappt. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Nach meinem Eintritt in die Bruderschaft war Rice mein Mentor. Er hat mir gezeigt, wie die Dinge laufen. Ich dachte, dass da etwas mehr zwischen uns wäre, also fragte ich ihn, ob er mir gegenüber solche Gefühle hat. Er sagte mir, dass es in seinem Leben für nichts außer der stählernen Bruderschaft einen Platz gibt. Wir sprachen nie wieder darüber. Also ich muss da mal weiterarbeiten. Wenn du dir Sorgen wegen Rice machst, kümmere dich gar nicht um ihn. Ach, der kommt schon noch zu sehen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ja. Bereit. Großartig. Ich erzähl dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Cool. Das klingt gut. Wo ist denn das? Juwel des Commonwealth? Nein. Nein? Ja, welche Mission ist denn das? Ah, da. Berge die Flugsensor-Technologie aus Rocky Narrows Park. Das ist... Ach, die... Direkt nebeneinander? Cool. Können wir direkt dahin? Ja, ich weiß, ich muss jetzt wieder nach draußen. Mann, Entschuldigung. So, gehen wir raus, dann reisen wir da hin und können direkt beides gleichzeitig machen. Nice! Weil einfach beides direkt nebeneinander liegt. Cool! Richtig top! Was wollt ihr in Ork entdeckt, das kannst du auf deiner Karte schnell reisen? Ja, ich weiß. Und wir können auch mit Power Armor schnell reisen, ohne dass da Energie im Fusionskern drin ist. Und das, ich weiß noch, wo wir ganz am Anfang mal irgendwie einen 5-Minuten-Weg gelaufen sind, weil ich dachte, ich kann damit nicht schnell reisen, wenn die Energie da ist. Und ich hab's einfach nicht mal probiert. Wow. Ich bin echt gut. Widerstandsfähiger als Menschen, ja. Das steht ja schon sehr, stand da jetzt schon sehr oft. VBÜH, Katalognummer 2816. Oh, das ist was Neues. Die Lasermuskete... Mann, da kommt einmal was Neues und dann sowas. Und dabei sind wir doch nur vor die Tür getreten. Und es hat so lange gedauert. Naja, reisen wir weiter. In den Jahren vor dem Krieg war ArcJet Systems ein erfolgreicher Zulieferer
für Militär und zivile Luftfahrt, der sich auf das Kommunikations- und Antriebssystem spezialisierte. What the fuck is that? Alter. Was? Ups. Was ist das für eine Waffe? Was ist... Alter. Okay, wir speichern mal, bevor wir gleich sterben und dann wieder da spawnen. Irgendwo. Und wir müssen jetzt nach da. Und können direkt zwei Missionen machen. Voll gut. Das einzige Dumme ist, dass das Nacht ist. Und dass gerade dunkel wird. Oh, mitnehmen. So. Ich hoffe, wir treffen nicht auf allzu krasse Gegner. Bitte nicht auf Supermutanten. Bitte nicht. So. Sollten gleich dark sein. Da ist ja irgendwas an Tieren. Die können wir eigentlich lassen. Bringen zwei XP, aber wir sind mal nett. So, da oben ist es schon. Oh, so ein Ding. Hallo. Stirb. Komm, Hund. So, wir haben ihn. Kein Problem. Kein Ding für den King. Sehr schön. Herstellen. Köterkeule. Bringt sogar XP, wenn wir das Zeug herstellen. Richtig gut. Wenn wir auch den Braten machen können, egal. Suppe. So, cool. Und wir kriegen hier ein bisschen weniger als ein Rad pro Sekunde. Red, natürlich. Okay, da gucken wir gleich rein. Vorher schauen wir noch hier. Brahmin-Schädel. Wer zum Fick hat diese Dinger erfunden? Die sind so scheiße gruselig. Richtig, ich finde die extrem creepy. Aber wirklich extrem creepy. Also extrem, extrem. Alter. Ich hasse solche Affen. Noch einer! Wow, das ist ein geiler Slow-Mo-Moment. Alter, macht der einen Schaden. Alter, macht der einen Schaden. Ich hätte doch speichern sollen. Komm schon, stirb. Lass meinen Hund in Ruhe. So. Alter. Was hier abgeht. Was war das? Was für das Hund? Hm. Ein Schädel. Okay. Und tu mal wieder ein bisschen kochen. So, wir können unten, glaube ich, einen Braten herstellen. Sehr lecker. Das war sehr lecker. Es bringt XP, von dem her ist geil. So, dann speichern wir mal. Wir können ja gleich mal vorne rein. Ich habe, glaube ich, gerade gesehen, dass da eine Tür ist. Was natürlich sehr nice ist. Ja, hier ist eine. Flugsensor. Nice. Nehmen wir. Und zwei coole Gewehre mit Leuchtvisier. Dass hier drin einer schläft, ist mir echt ein Wunder. Bei dem vielen Red, das da... Oder Radioaktivität, besser gesagt, das da ist.
Und da vorne ist auch schon dieser Schrottplatz, wo wir hin wollten. Guck mal, wie cool, wie nett das ist, dass hier alles direkt nebeneinander ist. Bitte sagt mir, dass da keine brutal krassen, starken Supermutanten sind. Darauf habe ich gerade gar keine Lust. Wirklich, ey. Supermutanten? Nee. Was ist denn hier? Sieht sehr leer aus. Mauerflatten! Yay! Das ist mal was Nettes. Das finde ich okay. Mauerflatten gehen klar. Ich hatte schon lange nicht mehr. Zack. Zack. Dann können wir auch gleich noch was draus braten. Zack. Zack. Wird sterben. Dankeschön. Cool, wir haben es schon geschafft. Das war's schon. Das war ja. Aber wir sind noch nicht mal alle tot. Schön. Können wir direkt hier kochen in so einem Feuer? Nee, schade. Aber sehr geil, sehr schön. Da haben wir schon mal was geschafft. Immerhin etwas erledigt. So, ich würde sagen, wir gucken mal da oben. Ob da noch vielleicht was in dem Haus ist und hier drin. Wir sollten da speichern, bevor wir da reingehen. Auch wenn Radioaktivität jetzt nicht so das Schlimmste ist hier. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. So. Ein Treffer. Ich sollte eher nachschauen, als dass ich hier irgendeine Scheiße tippe. Okay, let's see. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Klammer. Gut, das war ein Falscheintrag. Leider habe ich nicht gelesen, was das war. Bin drin. Easy! In diesem Terminal findest du die Worte des heiligen Atom. Überantwortet an Bruder Edmund. Niederer Schreiber und Gefolgsmann auf Atoms leuchtendem Weg. Mögst du, der das liest, die Erleuchtung finden, die du suchst. Sei gesegnet. Safe-Steuerung. Schloss deaktiviert. Nice! Also kommen wir uns auch mal, wir haben einfach gerade das Schloss deaktiviert. Gepriesen sei Atom. Der Schrein, oh der Schrein, wir sammeln Atoms Macht aus Fässern und den Maschinen, die einst die Autos der alten Welt antrieben. Wir sind nur jämmerliche Arbeiter, keine Künstler, aber unsere Ergebenheit spiegelt sich im Schrein wider. Endlich gibt es einen Ort für alle Gläubigen, an dem sie sich versammeln und beten können. Gepriesen sei Atom. Okay. Gepriesen sei Atom. Unsere Pilgerreise ist zu Ende. Er hat uns mit einem Ort voll strahlender Macht gesegnet. Diese heilige Ruhestätte der Brüder Jalbert wird unsere Mission werden. Hier werden wir Atom einen Schrein errichten. Wir sind wahrlich gesegnet. Okay, das sind ein paar Verrückte, glaube ich. Eine Gruppe Philister kam zu uns. Mit Versprechen froher Kunde haben sie ihre Waren präsentiert. Wie billige Huren. Okay. Wir haben ihr Spiel durchschaut. Sie meinten, sie wollten mit uns handeln. Aber sie hatten nur Lügen und Versuchungen zu bieten. Aber wir bleiben atomtreu. Und baten die Ungläubigen in glorreicher Strahlung. What? Sie sind bei Atom. Jetzt und immer da. Ach krass. Was geht bei den Leuten hier ab? Alter. Richtig heftige Strahlung, die ich da gerade abbekomme. Oder die ich da abbekommen habe. Easy. Das wär's. Easy. So. Aha, da hatten die hier eine Mine.
und dachten, ich falle da drauf rein. Zum Glück habe ich sie gesehen. So. Oh, wir haben eine Metallrüstung, linkes Bein. Echt jetzt? Alter, nice. So, wo ist denn das? Metallrüstung. Ach, das ist Kampfrüstung, was wir als Harnisch haben. Okay, nice. Den können wir verwerten. Das war's schon? Okay. Wir sind immer noch voll ausgerüstet. Super. Schiebetür, Kronkorken. Wir speichern mal lieber. Ich habe Angst, dass hier noch irgendwo Kronkorkenminen stehen. Und ich will nicht anhand von Kronkorkenminen jetzt sterben. Und wie kommst du an solche Orte einfach schneller als ich? Ach, du bist von an. Ach so. Kochplatte. Ah, das war ein Törtchen Biss. Bums. Dings. So, das war's. Hier scheint leer zu sein. Ich würde jetzt erstmal Red Away nehmen. Denn das war schon gerade echt heftig. Vielleicht eher sowas und dann noch ein Red Away. Wo ist denn? Dann ist da unten. Da. So, dann nimmt unsere HP-Leiste schon auch wieder zu. Bekommen wir mal noch da drauf. Ah, wir können ja sogar kochen. Ah, super. Das ist natürlich toll, dass wir hier noch was kochen können. So, das war's auch. Immerhin etwas. Ich finde cool, dass Kochen EXP gibt. Das finde ich sehr nice. So, hier gibt's nichts. Okay. So, dann können wir jetzt eigentlich wieder... Aha. Noch eine Maulwurfsratte. Und BAM! Tafellöffel. Können wir jetzt noch was herstellen? Ja, ich glaube schon. Ja. Perfekt. Ich finde es geil, dass das EXP bringt, das Crafting. Finde ich sehr schön, die Idee. Sehr, sehr schön. So, dann heißt es jetzt ab zu... die Markierung können wir eigentlich entfernen. Zurück zum Polizeirevier. Cool. Und vielleicht bekommen wir ein Level Up, wenn wir jetzt die beiden Missionen abgeben. Das wäre ziemlich nice. Das wäre richtig, richtig geil. Plasmagewehre und Plasmapistolen verursachen sogar noch mehr Schaden als Laserwaffen und können Gegner zerschmelzen. Ach krass, aber ich glaube, Plasma ist nochmal schwer zu finden als Munition. Sobald du einen Ort entdeckt hast, ja, ich weiß. Oh Gott, was ist das für ein geiles Gewehr? Ah, das ist eine Plasmawaffe. Gebt euch das, das ist ein Plasmagewehr. Und vor allem so ein Ding kann man ja auch noch modifizieren. Das finde ich das Geile, dass wir die Sachen richtig fett modifizieren können. Das macht richtig Spaß, das Crafting. Und von den Rohstoffen her ist es auch ganz okay. Vor allem, dass man alles relativ leicht findet. Wenn man weiß, was man sucht, findet man das auch meistens. Außer was wir momentan suchen, ist noch Glasfaseroptik oder wie auch immer das heißt. Damit wir gewisse Sachen herstellen können. Aber das haben wir bis jetzt halt noch nicht wirklich gefunden. Naja. So. Hallo, ich glaube, wir speichern mal nochmal. Wenn wir jetzt hier sind. Ich weiß, ich speichere gern. So. Gelehrte Halen? Hoffentlich hast du das Artefakt in einem Stück mitgebracht. Oh ja. Hier. Und auch noch in gutem Zustand. Hier ist deine Bezahlung. Geil. Nichts über eine erfolgreiche Mission. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Meld dich bei mir, wenn du bereit bist, wieder auszurücken. Bin bereit. Oh krass, wie viele XP das gibt. Bestätige. Großartig. Hier ist das Gebiet. Sei vorsichtig. Nice, wir haben wieder eine neue Mission bekommen. Hey. Und du? Der Ort ist hoffentlich gesäubert. Level up. Ja. Bestätigt. Weiter so. Dann glaube ich vielleicht noch, dass du Mom heißt. Hier, das bekommst du noch. Das Commonwealth ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Bereit? Ich bin bereit. Besser ist das. Ich markiere den Ort auf deiner Karte. Wir sehen uns, wenn das Ziel gesäubert ist. Heutzutage kann es so cool sein, Artefakte wir haben schon zu finden, mit denen wir Gelehrte auch etwas... Super Duper Mart! Hier gibt's einen Super Duper Mart? Oh, wie cool! Da oben? Nice!
So, und was brauchst du? Das ist natürlich auch wieder ganz in der Nähe. Before Station. Berge die Reflexkondensator-Technologie aus Belfort Station. Okay, das ist relativ nah. Da könnten wir jetzt dann hin. Anfangen können. Was wollte ich? Achso, wir können auch ein Level Up machen. So, zack. Zack. Und wir sind schon fast wieder Level Up. Richtig nice. Und das konnte man jetzt zum Beispiel nur einmal beten. Das kann man jetzt nicht nochmal machen. Sowas finde ich auch ganz geil. Was kommt als nächstes, ist die Frage. Schlösser knacken? Hacken? Das können wir ja zum Beispiel nicht. Und das auch nicht. Das würde ich nämlich gerne machen, aber es kostet. Dazu müssen wir Level 17 sein. Vielleicht Stärke im Allgemeinen, dass wir dann mehr schleppen können. Nächstes Level Up. Das wäre auch sehr geil. Als Anführer, an den sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstattsiedlungen Versorgungsrouten einrichten. Das klingt cool. Das mit dem Hund finde ich auch sehr nice. Das mit den Stimpaks finde ich auch sehr praktisch. Voltaik-Leiten, der Weg zum nächsten, nächstgelegenen Questziel wird im WATS angezeigt. Ich verstehe das nicht ganz, ob das uns was bringt. Was ist dein Glück als nächstes? Du erhältst zufällig dreifache EP mit niedrigerem IQ. Das ist natürlich so eine Frage, ob das jetzt so sinnvoll ist. Shams konsumieren bringt mir auch nichts. Da bringt das mir am ehesten was. Aber ich könnte ja auch von denen hier was beten. Und da unten ist ja noch einiges. Vor allem das hier zum Beispiel. Wenn du einen Roboter hackst, erhältst du die Chance, ihn ein- oder auszuschalten, beziehungsweise seine Selbstzerstörung einzuleiten. Das klingt cool und das mit den Scharfschützen hier sieht auch cool aus. Eine Chance, sie zu beruhigen, generell bei ödlern Kreaturen. Was ist das? Jeder Treffer im WTS muss halt eine Chance haben, eine kritische Leiste zu füllen. Cool. Wir könnten auch diesen Mann hier machen. Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich im WTS-Modus und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Ja, der ist richtig nice. Der ist richtig nice. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht, Feuer herumfliegen auf Augäpfeln. Das ist natürlich so die Frage, ob man da drauf steht, dann kann man das halt machen. Ich finde das zwar geil, aber nicht so nötig. So. Was könnten wir hier machen? Ich glaube, das mit den Handelsrouten finde ich ganz geil. Und sonst? Man müsste halt für das meiste schon mehrmals beten. Ach, das ist so gemein. Das ist so gemein. Ich glaube, wir machen... Obwohl... Das ist echt gemein. Das ist so schwer. Ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, gerne das oder das. Nee, das eigentlich. Aber das mit den Waffenmods finde ich auch ganz nice. Und das mit dem Hund finde ich auch ganz geil. Ich glaube, wir machen... Das da. Oder? Nee, komm. Wir machen das da. Wir haben jetzt den mysteriösen Fremden. Cool. So, dann würde ich sagen, was ist für diese Folge? Wir gehen nächste Folge in den Super-Duper-Mart. Und vielleicht dementsprechend, wie schnell das dort geht, noch diese eine Technologie holen. Und dann schaffen wir wahrscheinlich noch ein Level Up. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, morgen und Abend. Macht's gut. Euer Days. Tschüss.